Hallo Leute und willkommen zurück. Also, wir haben jetzt letzte Runde mit den Kräbern Frieden geschlossen. Und da wir überlegen waren, zahlen sie uns jetzt 95,9, 95,5 das pro Runde an Tribut. Jo, aber wir werden hier nicht locker lassen. Wir schicken unsere Schiffe zu unserem Heimatsystem. Und dann deklarieren wir sie als Freibeuter. Und da werden wir mal schauen, dass wir da bisschen für Trouble sorgen. Ja, man kann übrigens Flotten mit Helden nicht zu Freibeutern deklarieren. Das ist natürlich ein bisschen schade. Warte da mal. Und die Argosee, die hat noch 4 Runden. Dann kann sie umsonst kolonisieren. Ja, hier sind halt nur 4 Planeten. Da sind 5. Gehen wir da mit dem Erkunder mal hin, weil da sind ja auch noch Anomalien, die wir erkunden möchten. Ja. I know we can agree on a price. Echt Angriffspakt haben wir. Aber da gibt es halt auch Antimateria. Und Luxusressourcen. Ja, gut, hier das System mit 5 Planeten. Gehen wir da hin. Da waren auch irgendwas, irgendwie Craver unterwegs. Uns machen, für das Design überarbeiten können.
Wir können es auch so machen. Weil damit kämpfen werden wir eh nicht. Und dann sagen wir Upgrade. Dann haben wir viel mehr Bewegungspunkte. Schieben wir da hin. Ja, das ist schon nett über die Portale. Ja, mit den Piratenfingern wieder zurück. Und da gibt es eine Mission. Wir sollen zu einem System, das glaube ich mindestens drei Bevölkerungsplätze frei hat. Genau das, wir bringen das Schiff der Horatio in eines deiner Systeme, das über mindestens drei freie Bevölkerungsplätze verfügt. Können wir jetzt mal schauen. Eins, zwei, drei. Und 14 da unten bis zur nächsten Bevölkerung. Ja, also können wir da hinfliegen. Zack. Den Horatio scheint ihre neue Heimat zu gefallen. Du beobachtest, wie sie herumwandern, Kunstwerke und gewebte Dekos aus ihren alten Häusern aufhängen und fragst dich, ob es nicht mehr als einen Weg in ein zufriedenes Leben gibt. 80 Einfluss. Ja, und wir haben die Horatio gewonnen. Okay. Ja, wir kolonisieren gerade Pleione. 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 Ich weiß es nicht. Pleione. Oder Play On. Na egal. Und dann können wir hier die drei rüberziehen. Und das Schiff ist ein Erkundungsschiff. Ah, Wissenschaftlerinführung. Okay. Dann schauen wir mal. Da können wir nochmal die Zufriedenheit steigern.
Da ist die Argosee. Ja, wir können ja vorher noch erkunden. Eine Technologie. Einheit zur Aufzeichnung und Wiedergabe. 10 Einfluss pro zerstörtem Befehlspunkt. Okay. Titan und neues Ereignis, Mittagspause. Als du die Atmosphäre dieses Planeten betrittst, bietet sich dir ein wundersamer Anblick. Ein wandernder Schwarm riesiger fliegender Kreaturen, der träge durch die Luft schwebt wie eine Flotte von Zeppelinern. Deine Begeisterung schlägt jedoch in Angst um, als die Kreaturen anfangen, sich an den Rumpf deiner Schiffe zu klammern. Das Geräusch von Mandibeln, die auf Metall knallen, hallt durch den Innenbereich. Weglaufen. Da gibt es den Befehl, den Planeten so schnell wie möglich zu verlassen. Die Kreaturen klammern sich jedoch noch eine ganze Weile lang an deine Schiffe. Wenn diese Riesen tatsächlich Parasiten sind, wie es den Anschein hat, dann möchtest du gar nicht wissen, wovon sie sich normalerweise ernähren. Okay. Plus 70 Schildkapazität auf Schiffe. Auf der Flotte, okay. Entdeckung. Station zur Mondüberwachung. Diese Mondüberwachungsstationen werden nach den Vorgaben von Plänen der Endless, die in einer alten Ausgrabungsstätte gefunden wurden, errichtet und können den wissenschaftlichen Fortschritt in Systemen mit Monden deutlich beschleunigen. Mondanlagen dienen nicht nur der Untersuchung der Schwerkraft, sondern bieten auch ausgezeichnete Rahmenbedingungen für andere wissenschaftliche Gebiete, wie zum Beispiel Beobachtungen des Tiefraums, Verwesung organischer Materialien, Gruppenpsychologie und Materialwissenschaften. Okay. Plus 15 Wissenschaft pro Mondanomalie aufs System. Also wir können jetzt die Systemverbesserung bauen. Okay, da steht Freischaltung, ja. Plus 60 Wissenschaftspunkte. Quest abgeschlossen, Kapitel 2. Suche das Einzigartige, Teil 1. Deine Besatzung hat Spuren von Aktivitäten an ungewöhnlichen Orten entdeckt. Scans scheinen auf die Anwesenheit von Schiffen der Heldenklasse Ops und Limo hinzudeuten, sowie auf die kürzliche Extraktion von Proben. Etwas muss unternommen werden, um das Machtzentrum in der Akademie wiederherzustellen. Untersuche 3 der identifizierten Kuriositäten. Ach. Okay. Moment, zeige ich euch gleich genau, woran ich jetzt gedacht habe. Wir haben auf jeden Fall den Helm bekommen. Und einmal minimieren. Damit ich ja meinen Satz zu Ende sprechen kann. Hier unten.
Da war ja auch noch eine Kuriosität. Und deswegen sind wir da runtergeflogen. Und ich hatte übersehen, dass es halt na hier auch solche Kuriositäten gab. Okay, also hier weitermachen. Du hast einen neuen Namen erfahren. Der Aufbau der Akademie ist ebenso alt wie komplex. Viele der Pfadfinder, Isiandas erste Verbündete und Unterstützer, füllen wichtige Positionen aus. Auf diese Art lernst du ich... Oje. Wenn ihn ich den Sofon kennen, der auch als der Misstrauische bekannt ist. Überraschenderweise ist er kein führender Wissenschaftler und Forscher, sondern ein Experte in Sachen Kommunikation, Organisation und Informationen. Als einer der primären Anführer der Skaven-Rebellion, die bei Isiandas Flucht ausbrach, fand seine Besessenheit mit Verschwiegenheit und der Aufteilung von Wissen die perfekte Anwendung darin, das Rätsel und die Geheimhaltung rund um die Entwicklung und den Standort der Akademie aufrechtzuerhalten. Ich standen die Werkzeuge der Akademie zur Verfügung und begünstigt von seiner letztendlichen Teilhabe an das, gelang es ihm, Diskretion und Geheimhaltung tief in der Kultur zu verankern, die rund um die Akademie aus dem Boden schoss. Er hat dich im Namen der Akademie kontaktiert und bittet dich um ein paar einfache Gefallen. So scheint es zumindest. Oh, das ist ich. Ein vor kurzem rekrutierter Held ohne Verbindungen zu einem der Hauptimperien wäre ein großer Vorteil auf dem einzigartigen Planeten. Neues Ziel. Weise Kafizet einem System zu und erhöhe sein Level auf 7. Und dann bekommen wir Ideen-Inkubator. Effekte plus 50% Forschung im System mit einem kolonisierten einzigartigen Planeten und einem Gouverneur. Ah, okay. Plus 50% Produktion im System mit einem kolonisierten einzigartigen Planeten und einem Gouverneur. Ah, okay. Dadurch werden die einzigartigen Planeten natürlich deutlich wertvoller. Ja, kolonisieren wir jetzt schon oder warten wir noch? 3 Runden. Dust. Wir machen das jetzt. Thank you.
Oh je, da werden die Leute aber richtig unglücklich. Ansonsten gibt es natürlich ordentlich Bonnie hier auf dem Planeten Kyros. So, erstmal die Systemverbesserung. Zwei Standardgebäude für den Start. Das geht natürlich viel schneller. Dann haben wir das. Und ja, mit den Helden. Da ist der K4Z. Weisen wir einem System zu. Leo hat bereits einen Gouverneur. Ich dann jetzt den neuen Helden. Ach, der ist schon auf Stufe 5. Oh, passieren Zufriedenheit auf dem System.
Dann schauen wir da nochmal nach. Quatergenix. Das ist natürlich eine Late-Game-strategische Ressource. Ah, wir produzieren zu wenig. Titan wäre okay. Als eine Komponente die Titan einzusetzen. Aber die anderen. Ah, das gefällt mir nicht. Wir kommen jetzt hier, glaube ich, den Malus. Ah, noch nicht. Okay. Und damit. Fest abgeschlossen, Generik. Trotz gelegentlichem Murren und Klagen schafft es sein Volk, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Verbesserung der Lebensbedingungen und die Investitionen in die Zukunft wirken sich positiv aus. Und obwohl die Wolters noch immer nicht sehr rechts, noch nicht sehr redselig sind, wird immerhin häufiger gelächelt. Ja genau, wir haben ja vorhin kolonisiert, dann haben wir ein goldenes Zeitalter ausgelöst. Entsprechend ging unsere DAS-Produktion nach oben und wir haben das hier erreicht. Und wir haben den strategischen Recycler. Also wenn wir da fleißig kämpfen, dann kommen wir Titan und Imperium. Wir müssen natürlich dieses Modul eingebaut haben. We are Riftborn. We come into your cosmos on a mission of survival. Die Rissgeborenen stellen sich vor. Wir sind Rissgeborene. Wir betreten ihren Kosmos auf einer Überlebensmission. Okay. Wir haben die Kalgoros entdeckt. Ein Hochglied. Okay, dann machen wir hier erstmal eine Pause und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Mach's gut. Bye, bye.